Wo steht der Krone? Das ist eine gute Frage. Im Glaubenhof. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzheimer Polster Challenge mit dem Marschierer. Hallo Marschierer. Hallo. So, es geht weiter. Wir haben ein bisschen mehr Geld als letztes Mal, weil der Paul in der Aufnahmepause dieses Rübenzeug, was wir gehabt haben, wo wir letzte Folge drüber gesprochen haben, dass wir es verkaufen, hat der Paul bereits gemacht, hat das durch 4 geteilt und alles tippitoppi. Das heißt, das haben wir erledigt. Den Paul haben wir unseren Drescher verkauft, Marschierer, ne? Und da haben wir das Geld auch schon bekommen. Das ist das, was wir aufgeschrieben haben. Oder was ich aufgeschrieben habe. Somit können wir eigentlich ganz in Ruhe heute weiterarbeiten. Du bist noch am Ballenpressen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch von gehört, ja. Ja, dann würde ich, das Kartoffelfeld ist runter, die 30. Ich würde einfach mal den Unimog schnappen und schon mal zwei, drei Ladungen Ballen wegfahren, weil der Preis noch sehr, sehr gut ist momentan, weißt du? Warte, ja, kannst du machen, rund um den Hof schon mal ein bisschen aufräumen, bevor ich dann anfange mit den weiteren Feldern zu roden. Und ja. Huch. Hier war schmal, du. Warte mal, wir haben doch einen Anhänger gehabt, ne? Ach, weißt du was? Den Anhänger verkaufe ich jetzt wieder, den brauche ich nicht. Geht ohne Anhänger viel besser. So. Kann man irgendwas direkt verkaufen? Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, den hat man gehabt. Komm, weg damit. Braucht kein Mensch. Wo ist denn mein Unimog? So, der Unimog ist der oben. Sollen wir uns schon mal schlau machen wegen der Seemaschine, wie lange die noch unterwegs ist? Weil langsam müssen wir uns mal ein bisschen Zeit einrechnen, wann wir die verwenden können, ne? Wer hat die eigentlich? Die hat, glaube ich, Boxe gerade dran. Oh, das dauert ein bisschen. Also wir haben ich hab den noch eben gesehen. Ach so. Wir haben die mit Boxe und Uwe zusammengekauft. Deswegen glaube ich, dass die Boxe noch hat. Aber jetzt bringen wir mal ein paar Ballen weg, damit sie das auch gelohnt hat, die heutige Folge. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann muss ich oben die Anhänger noch wegbringen, weil... Hoppala. Weil da sind noch 2 volle Anhänger mit Kartoffelgäst drauf. Oder oben auf der 30, aber die müssen wir auch gleich ins Lager bringen erstmal. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wie es vorangeht. Marschierer wieder fleißig am Dingens. Es gab sehr viele Rückmeldungen, Marschierer, wegen deinem Problem, was du hattest. Ja. Tatsächlich wissen wir bis heute nicht, was es war. Marschierer hat einmal das Spiel neu gestartet, ging wieder. Keine Ahnung, aber es waren auf alle Fälle sehr, sehr viele Hinweise und Tipps dabei. Dankeschön dafür. Das ist sehr, sehr freundlich. Und dann habe ich in den Kommentaren auch gelesen, die Leute empfehlen uns, einen LKW zu kaufen. Weil da könnte man doch einiges hinten dran kuppeln und LKW wird eigentlich unserem Hof, wie stand in den Kommentaren, warte mal, wird eigentlich unserem Hof gerecht werden mit den größten Fahrzeugen, die es auf dieser Map gibt, weißt du? Ja, aber mit den Zäunen und so. Schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal zu tun, jetzt haben wir eh keine Zeit momentan, um LKW zu fahren. Alter, liegen hier viele Ballen rum. So, ich gehe mal kurz zur Boxe. Kurz, ich bin gleich wieder da. Ich dachte... Aber ich habe auch gar keinen Bock, so langsam weiter zu arbeiten mit dem Drescher. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Apropos langsam, Werner ist da. Was? Kann auch wieder gehen, also gar kein Problem. Also wenn du so die Woche starten willst, Boxe, das Spiel kann ich auch spielen. Bleibt auch noch ein bisschen. Ja. Wie lange braucht ihr die Seemaschine noch? Wie lange brauchen wir die Seemaschinen noch? Ja. Ich denke, zum Ende der Folge bin ich hier damit durch. Ist mit das dem das Feld letzte erstmal. Feld, was du machen musst? Nee, noch eins mindestens. Aber okay. Ey, das muss ich erstmal, das dauert noch. Feld 8 muss ich erstmal mit Stroh räumen und... Also wir brauchen sie auch noch nicht, aber ich wollte schon mal anklicken lassen. Wir haben jetzt noch 1,5 Felder zum runterroden und dann bräuchten wir sie. Welche Felder müsst ihr denn runterroden? Ach, die 2, glaube ich. Die 2 und die 4. Ja, okay. Müssen wir tatsächlich mal gucken, weil wir müssen danach noch die 8 neu bestellen. Lass uns aber gerne nochmal drüber sprechen, wenn ihr durch seid und wie da so der Status ist. Ja, gut. Okay, alles klar. Okay, da gehe ich wieder. Danke. Ja, tschüss. Ah, so. Okay, also die brauchen die wohl länger? Beziehungsweise sie haben jetzt noch ein Feld, dann wäre sie kurz frei, dann müssen sie noch ein Feld runterroden, dann wäre das, würden sie wieder brauchen, also immer wieder mal, sagen wir mal so.
Aber ja, wir gucken jetzt erstmal nach. Beziehungsweise wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen. Ich werde, wie gesagt, ein paar Ballen verkaufen, dann weiter roden und dann gucken wir mal, wie die Lage ist. Ich würde gerne einen Traktor tauschen, Marschierer. Aha. Weil Dani Holland ist jetzt cool und so, aber ich würde gerne was Größeres holen. Weil Geld haben wir dafür, wohin soll man sparen, weißt du? So, jetzt muss ich aber gucken, wo es denn am meisten für die Silage gibt, weil das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Silage, Silage. Beim Viehhändler, das ist doch hier direkt vorne, ne? Oder wir behalten die Holländer und kaufen noch einen weiteren Traktor. Wobei, so viel Traktoren macht er nicht, naja. So. Achso. Boah, hier unten wartet auch noch einiges für mich zum Abroden. Ballen entladen Z. So, immer Rinde mit. Immer Rinde mit. Huch. Alter, hat schon was gibt. Alter! 64.000? Ja, okay. Boah, das ist viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Bringe ich noch einen Wagen voll, wenn ich jetzt nochmal hochfahre? Ja, ne? Oh, bestimmt. Bestimmt. Weil dann machen wir morgen oder in der nächsten Folge vielleicht mal mit dem Roden weiter, weil wie gesagt, immer noch Roden, Roden, Roden. Irgendwann ist es auch langweilig. Ich habe Schluck auf. Wer denkt denn gerade an mich? Oh nein. Jo, hallo erstmal. Jo, hallo. Grüße. Na, ich grüße auch. Na, ihr Lieben, ich wollte mal reingucken, wollte mal einen schönen Wochenstart beginnen, bei euch grüßen, hier sagen. Du bist schon. Ja, Ron, danke. Dir auch einen schönen Wochenende. Ja, gerne, gerne. Ja, ja, es freut mich, ne, dass das so gut ankommt. Ich war gerade bei Uwe und bei Boxer, hab den auch natürlich eingewünscht. Ja. Dann dachte ich, lass mal was Neues einfallen. Ich denke, das kommt nicht schlecht hier jetzt. Nee, das ist eine gute Idee. Da, ja. Also, cool. Sonst komme ich erst immer beim Ende der Woche vorbei, aber doch, jetzt machen wir was Neues. Also am Ende der Woche wird es meistens ein bisschen hektisch, zumindest bei uns. Da ist ja, das stimmt, am Anfang der Woche eigentlich sehr, sehr willkommen, ja. Stimmt, der Anfang zieht sich immer so ein bisschen. Was macht ihr Schönes, wenn ich fragen darf? Oh, ich lege gerade dahin. Flasheballen verkaufen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das Spiel kenne ich. Ja, glaube ich. wir hätten jetzt noch einiges zum Roden, aber ich habe mal gedacht, komm, jetzt nehmen wir noch den guten Silagepreis mit. Weil der ist ja noch über 600 momentan. Mhm. Und da werden wir mal ein paar Wägenchen voll verkaufen. Boah, das finde ich nicht schlecht. Hast du einen Investitionstipp? Puh, momentan eigentlich ehrlich gesagt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Warum? Hast du was vor? Willst du was Neues investieren? Nee, ich weiß es nicht. Deswegen. Also, wir können natürlich jetzt noch einen größeren Traktor kaufen und weißt du, aber langsam wissen wir nicht mehr, wohin. Momentan steht bei uns nichts an. Ja. Also, mir ist momentan noch nichts bewusst, dass wir was Neues planen. So wie es jetzt ist, müssen wir erstmal wieder damit ein bisschen in die Reihe kommen, wieder ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja. Jede Menge Arbeit. Habt ihr euch jetzt den Big M gekauft? Nee, wir haben den Drescher da ja gekauft gehabt, ne? Ah ja, stimmt. Bloß mit schwarzen Felgen. Ja, das ist der feine Unterschied, ne? Ja, das wäre es ja nicht aufgefallen, wer ne? Das wäre ja auch im Aufdruck gekommen. Aber ich habe gehört, ihr habt euch nicht abgesprochen, das war mehr Zufall, ne? Nein, es war wirklich Zufall. Ja, also, es mag vielleicht keiner glauben, aber es war wirklich weder abgesprochen noch sonst irgendwas. Wir waren dann ein bisschen erstaunt. Marc haben ja vorbei gesagt, gehabt, du für den Boxer haben sie einen Drescher gekauft. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben sie doch jetzt gerade auch einen Drescher gekauft. Aber ja, egal. Warten wir es mal ab. Ja, da war es wirklich so. Zweimal die gleichen Drescher-Typen hier. Tja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, na gut. Dann bin ich wieder weg, ihr Lieben. Ja, danke dir, Ron. Viel Spaß noch. Jo, gerne. Bis später dann. Tschüss.
So. Ja, ich bekomme den Wagen hier auf alle Fälle voll, alter Schwede. Jetzt haben wir diesmal dreimal oder viermal gedüngt, das ist ja Wahnsinn, was hier runterkommt. Ich glaube, volle Düngung, ja. Ja, sieht so aus. So, und schon wieder voll. Ja, moin. Achso, ich habe am Hof auch noch was liegen. Ja, schön, ich komme gleich nochmal, ne? Kommen gleich nochmal. Sollen wir uns vielleicht ein paar Kühe kaufen, Maschira? Weil, was willst du mit dem Geld jetzt machen? Wir haben nichts mehr, also ich weiß, frag mich jetzt, also ich weiß jetzt nicht mehr, was wir mit dem Geld machen sollen tatsächlich. Weil sowas wie ein Rad oder sowas brauchen wir nicht. Für was? Gibt's noch ein, achso, die BGA wurde ja vom Dingens gekauft, ne? Ah, eine eigene BGA kaufen, macht das Sinn? Für uns nicht. Ja, eben, deswegen. So, bevor wir abladen, natürlich nochmal gucken wegen den Preisen. Hat sich nichts verändert? Sehr gut. Ich glaube auch bei eigenen BGA wird man auch nie mehr bekommen, was wir jetzt. Wobei das, was wir jetzt bekommen, ist halt schon wahnsinnig viel. Ja, dann müssen wir jetzt über eine 500.000 kommen, theoretisch, mit der Fuhre. Aber wir werden es gleich erfahren. Ja, ja, ja. 64, wieder mal. Mache ich aber hier Shuttle Control aus, weil das nervt ein bisschen. So, eine Fuhre geht noch, habe ich gehört. Fahren wir jetzt erstmal zum Hof generell und dann schauen wir mal weiter. Müssen wir mal gucken, was jetzt noch alles fehlt, aber ich glaube, so viel fehlt uns gar nicht mehr zum Gewinnen. Weißt du, was in den Kommentaren stand, was ich eigentlich ganz cool fand? Dass man sagt, also wir haben ja mit Uwe und mit Boxe den Deal, ne? Ja. Für den Moment sieht es so aus, dass wir es sehr viel früher liefern könnten als wie die. Deswegen wurde in den Kommentar geschrieben, wir sollten gucken, dass wir wirklich nur 1:1 verkaufen. Das heißt, wenn die 100.000 Weizen für uns haben, sollen wir ihnen die 100.000 Kartoffel geben zum Beispiel. Also nicht jetzt schon mal verfrüht anzufangen, denen was zu bringen, weil wenn die nicht keine Gegenleistung dafür bringen können, dann macht es ja keinen Sinn. Was ich eigentlich schon richtig fand. Alte Linieballen. Oder gibt es noch einen weiteren Hof, den wir kaufen können? Das wäre auch geil. Ja. Nehmen wir das den hier mit. Ich glaube, ich beginne den Wagen hier sogar am Feld nochmal voll hier.
Gut, das heißt, wir schauen mal beim nächsten Mal nochmal rein. Liebe Leute, wenn ihr noch Vorschläge habt, in welche Richtung wir noch investieren können, dann schreibt bitte gerne in die Kommentare, würde uns auf alle Fälle sehr, sehr interessieren. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.